Obwohl ich glaube, dass wir dafür ein kleines bisschen zu schwach sind. Ich würde die ja gerne irgendwie in einen Hinterhalt locken oder irgendwas, aber das funktioniert so, glaube ich, nicht. Vielleicht kann ich ja mal gucken, ob das funktioniert. So, ihr bleibt mal hier. Sie werden mich nicht kommen sehen. Na, das sehen wir ja gleich. Ach, Tatsache. Machen wir mal nur die. Ach. Na, du bist ja ein super Hund, dass du mich nicht erschnüffeln kannst. Ach, speichern geht nicht. Dann probieren wir mal Folgendes. Das hat super geklappt. Hey! Und jetzt mal alle auf den Waffenmeister, hoffe ich. Hallo, was machst du denn da? Da steht einfach nur rum. Ach so, deswegen. Ach, der hat seinen Feuerscham natürlich schon versprüht. Macht das nicht Spaß? Das wird doch überhaupt nichts. Ach, Mann, 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 Mann. Euch werde ich zeigen. Ja. Lecker. Hat leider nicht ganz so gut geklappt. Ich glaube, ich lasse die einfach mal ausnahmsweise in Ruhe. Hä? Habe ich nicht vorher noch gespeichert? Komisch. Na gut, dann nochmal hier alles ausräubern und huch, weiter geht's. Mhm. Mhm. So, speicheln. Und ab dafür. Was? Also, ab dafür, meine ich. Nachdem wir aus dem Anwesen entkommen waren... Eigentlich müssen hier draußen noch mehr Wachen sein. Wir müssen Marjolaine finden. Kommt schon! Also, es ist schön, einen schnellen Rechner zu haben. Da kann man gar nichts sagen. Aber es ist ein bisschen nervig, wenn, wenn der Ladebildschirm so schnell weg ist, dass man die Texte gar nicht lesen kann zwischendurch. Da steht ja immer noch irgendwas zum Spiel und blablabla. Und da hinten ist Marjolaine und... Da ist sie! Oh, sie konnte entkommen! Aber warum läuft sie nicht weg? Weil sie erstens nicht entkommen musste und zweitens, weil sie nicht weglaufen muss. Mann, du Dummerchen. Wann lernst du es denn endlich? Marjolaine, ich habe bekämpft, wen ich konnte, aber es muss noch mehr geben. Ist schon gut. Wir könnten Ihnen von den Papieren erzählen. Olle wird sich für uns einsetzen. Meine Schöne. Oh oh. Sie werden uns glauben. Es war ein Fehler. Es war ein Fehler. Es tut mir leid, dass ich uns hierher zurückgebracht habe, Marjolaine. Nein, nicht das. Das muss es nicht. Du warst perfekt. Ha! Na, so etwas.
eine orlesianische Spionin, die fereldische Geheimdokumente stehlen wollte. Ihr werdet mir einiges einbringen. Nachdem ich meinen Spaß mit euch hatte. Das war so klar. Ach, Mann. Es ist schlimmer, als sie sterben zu sehen, nicht wahr? Ausgerechnet von ihr verraten zu werden. Wer? Eine Freundin. Ich kann euch helfen. Aber ihr müsst entschlossen sein. Ich höre euch aufmerksam zu. Ich hoffe, das ist kein Trick. Noch mehr verkrafte ich nicht. Ihr tragt Narben, innerlich ebenso wie äußerlich. Magellane versteht es genau dann zuzuschlagen, wenn man am verwundbarsten ist. Glaubt mir, ich weiß, wovon ich spreche. Ich bin also noch nicht einmal die Erste. Ihr habt mehr als genug Feinde, Mädchen. Warum macht ihr es euch selbst so schwer? Andere brauchen euch, selbst wenn ihr am Boden seid. Und daraus erwächst eine Kraft, die nur schwer zu beschreiben ist. Ich muss gehen. Ihr schafft das. Woher wisst ihr davon? Woher wisst ihr von mir? Hallo? Ich will das nicht tun. Ich sollte das nicht tun müssen. Dafür ist es aber zu spät, meine Schöne. Das Spiel. Entkomme aus Kommandant Relays Folterkammern. Marjolaines Fluchtplan war ganz einfach. Sie hat dich als Redelsführerin hingestellt, woraufhin der sadistische Kommandant Relay dich und die anderen gefangen genommen hat. Solltet ihr den Aufenthalt in seinem Kerker überleben, geltet ihr in Orlais als Verräter und in Ferelden als Spione und werdet an den Meistbietenden verkauft. Finde eine Möglichkeit zu entkommen. Yeah, endlich aufsteigen. So, ein Klugheit. Und vielleicht ein bisschen Konsti, damit ihr auch was aushält, die Kleine. Und jetzt, ach nee, hier stehen war hier noch nicht. Manipulation, gerne. Keine Ahnung, ob wir das brauchen werden. Hauptsache, wir können Schlösser knacken. Oh, lecker, ein Zubrot. Eisenschlüssel und ein Pelerinenmesser aus Drachenknochen. Sieht aber gut aus. Nur mal so als Frage, was ist denn das hier eigentlich? Hat der wirklich zwei Köpfe? Da sitzt ein Viech mit zwei Köpfen. So. Dann gucken wir mal, wie wir hier rauskommen. Ich hoffe, ich muss jetzt nicht gegen eine Übermacht kämpfen, aber ich glaube eher nicht. Hier geht es raus vielleicht. Sketch. Kerkerwache. Wieso hat die gerade Sketch gesagt? War der da? Ach, schade. Na gut, dann gucken wir mal, ob wir die jetzt vielleicht... Du machst dich einfach nur lächerlich. Nie im Leben! Stirb! Du äußerst gut gerüstete Kerkerwache, die ich hier einfach auseinandernehmen kann. Ha! Keine Gnade! Ha!
Ich bin euch wirklich dankbar, Mädchen. Solltet ihr jemals... Achtung! Nein, nicht noch mehr. Wer ist das denn jetzt? Zealoth Corthwaite. Und da kommen gleich drei Kerkerwachen. Unglaublich. Nein, nicht noch mehr. Rache! Ja, man merkt, der Magier ist wieder da. Ist auf jeden Fall ein heißer Kampf. Jetzt seid ihr nicht mehr so mutig, was? Also für euch reicht's noch. Ja, gleich. Ich gehe niemals zurück. Es ist einfach unglaublich. So, haben wir's. Und hier kriegen wir auch unsere ganzen Sachen zurück und sogar noch mehr. Royo 1 und 2. Schön. Louis Royo. Sketchs Doppelschaft. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass er sowas hatte. Mein Name ist Silas. Ich stehe doppelt in eurer Schuld, vor allem wenn ihr gegen Rayleigh seid. Ich bin gegen niemanden. Ich will einfach nur hier raus. Liliana? Ich bin am Ende, Sketch. Aha. So. Ausrüsten. Das ist, glaube ich, nicht nur unser Zeug, sondern echt noch anderes. Mont de Glace-Sehne. Ich sehne mich nach Mont de Glace. Beutel der schwarzen Hand, das kriegt ja gleich wieder unser kleiner Lumpentyp. Das hat Schaden 6. Wir haben noch eine Hand frei, wenn ich das richtig sehe. Und da passt bestimmt ein Royo 1 und 2 rein. Für die Haupthand. Dann kommst du dahin und Royo 1 und 2 kommt dahin. Ach, das hatten wir vorhin, glaube ich, auch schon. Das war ja unser altes Schwert. Und das können wir ja mal als zweite Waffe anlegen. Ich glaube, das war vorher auch schon so. So. Haben wir auch Pfeile dabei? Nein. Nein. Nein, offensichtlich nicht. So, der Silas, der trägt eh nur Lumpen, der braucht nichts. Der Sketch, den machen wir jetzt mal nackig. Was für die Mädels hier, ein bisschen Blickfang bieten. Hülle des Schöpfers bringt gar nichts. Oberverzauberroben sehen besser aus. Halt des Verzauberers 1,50, 2,25 plus 12 Verteidigung. Geladene Fausthandschuhe, die haben eine Einladung, deswegen dürfen die dabei sein. Die Gnade Rivains. Ring der Resistenz. Und andere Ringe haben wir eh gerade nicht. Und noch der gute Doppelschaft. Und sonst irgendwas? Nee, ne? Nee. Achso. Noch ganz kurz, der Silas, der kriegt hier nochmal den Bastarddorn. Damit er überhaupt was zu kämpfen hat. Und das hier ist auch eine bürgerliche Kleidung. Komisch, dass die Männer ausgezogen wurden, während Liliana ihre Rüstung anbehalten durfte. Scheint ja so ein kleines Gay-Camp zu sein, wa? So, da ist eine Kurbel, die wir zerren können. Damit geht wahrscheinlich das Gitter hier auf. Aber bevor wir das tun, suchen wir natürlich noch unseren Freund Zwerg. Der hier offensichtlich aber nicht zu finden ist, verdammt. Tak, du Narr, wo bist du? Immer diese Tore. Irgendwo muss doch ein Hebel sein. Ja, wer weiß das schon, wo der stecken könnte?